Ja, willkommen beim ersten Beyond Pixels Podcast. Ich sitze hier mit meinen Kollegen Chris und Bernie. Chris und ich, wir sind schon sehr gespannt, was uns Bernie über die Switch berichten wird, mit der er bereits einige Tage zu tun hatte. Danke, Mari, für die schöne Einleitung. Ja, ich würde gleich mal das Wort an den lieben Bernie weitergeben. Jo, hallo und danke für die wunderschöne Einleitung. Mari hat es eh schon vorangekündigt. Ich habe vor knapp 6 Tagen die Switch bekommen, direkt von Nintendo, per Post zugestellt. Und habe mich mit der neuen Konsole auch schon ein bisschen beschäftigt. Unter anderem war das Spiel Zelda Breath of the Wild dabei, das neue Open World Zelda von Nintendo. Und da wollen wir halt einfach mal drüber reden, wie sich das so anfühlt und ob es Spaß macht. Bevor wir damit anfangen, da das ja der allererste Beyond Pixels Podcast ist, wollen wir uns vielleicht einmal kurz unserem Publikum vorstellen. Bernie, warum machst du nicht gleich den Anfang? Jo, ich bin der Bernie. Ich bin bei Beyond Pixels seit knapp 1,5 Jahren und mache einerseits natürlich so Daily Berichterstattung, andererseits Reviews zu meinen Lieblingsgenres, zu denen zählen RTS, Echtzeitstrategiespiele, diverse Rollenspiele, aber jetzt nicht alle, nicht so der Japano-RPG-Fan, sondern eher so die Elder Scrolls-Reihe und alles, was Action hat und Krach macht. Ja, na dann würde ich sagen, ich gehe mal gleich weiter. Ich bin der Chris, ich bin bei den Beyond Pixels Show auch schon ein bisschen länger tätig, allerdings nur im Videobereich. Ich habe bisher nur 1-2 Beiträge geschrieben, die großzügig korrigiert wurden von meinen Kollegen. Ich werde auch dieses Jahr die Beyond Pixels Gamescom-Berichterstattung, Videoberichterstattung vornehmen. Und ja, also ich spiele am liebsten MMOs. Vornehmlich Blizzard-Spiele und darunter auch WoW. Ansonsten bin ich eigentlich immer in jedem Tactical-Shooter irgendwie zu finden. Und ja, die Dark Souls-Reihe liegt mir auch sehr am Herzen. Ja, mich kennt man als Mari. Ich spiele eigentlich schon, seit ich mich erinnern kann, Videospiele. Aber meine erste große Leidenschaft war die Pokémon-gelbe Edition, die mir damals meine Babysitterin geschenkt hat, als ich 6 war oder so. Und ja, also meine Liebe für Rollenspiele habe ich auf alle Fälle behalten. Ich spiele aber auch gerne Action-Titel, Puzzle-Spiele, Plattformer und obskure Indie-Titel. Eigentlich mag ich alles gerne außer Sporttitel, Strategiespiele, weil ich darin echt schlecht bin, und ja, so Casual-Mobile-Games wie Candy Crush oder Farmville kann ich auch überhaupt nicht leiden. Wer mag das schon? Verkauft ja, sich ja Indie habe ich nämlich auch vergessen zu erwähnen. Danke, Mari. Bitte gern. Ja, ich habe übrigens World of Warcraft vergessen zu erwähnen, dass ich auch immer mal wieder regelmäßig spiele. Jetzt ist gerade ein bisschen Pause, Switch-bedingt, aber ansonsten trifft man mich da auch sehr häufig an. Perfekt. Ich würde gleich mal sagen, Bernie, lass mal deine Rede los. Über die Switch. Was kannst du uns erzählen? Fangen wir mal an mit ein paar positiven Punkten, die dir aufgefallen sind, und dann würde ich mal sagen, gehen wir Richtung Negativpunkte, die dir aufgefallen sind, die vielleicht in Zukunft ein bisschen Problemchen verursachen könnten. Sehr gerne. Also Achtung, Wall of Text incoming. Die Switch, wie vielleicht viele Zuhörer schon wissen, ist die neueste Nintendo-Konsole, ist ein portables Gaming-Tablet mit andockbaren Controllern, seitlich andockbaren Joy-Con-Controllern. Und der große Unique Selling Point bei dem System ist, dass man es nicht nur zu Hause an den Fernseher andocken kann, sondern eben auch rausnehmen und damit unterwegs spielen. Das war für mich eigentlich so das Aha-Erlebnis damit, zu sagen, okay, ist mal ganz was Neues, gab es in der Form noch nicht. Bis jetzt hat man immer dedizierte Heimkonsolen oder eben dedizierte tragbare Geräte wie den 3DS. Aber nur nichts, was jetzt irgendwie für beide Welten das Gleiche verspricht. Und das war eigentlich für mich wirklich was Cooles. Ich habe mir gedacht, das gab's in der Form auch noch nicht einmal auf Handys oder Tablets, weil alles, was es an Handy- und Tablet-Spielen gibt, irgendwie immer so furchtbar casual und kurzzeitig und minimalistisch und langweilig schon fast ist. Denk jetzt an Super Mario Run, da drückt man die ganze Zeit irgendwie dumm am Bildschirm rum, damit das Ding hopst.
Und das hat sie auch ein bisschen bestätigt für mich, dass die Switch in der Lage ist, es zu liefern. Mit Zelda Breath of the Wild ist eines der ersten wirklich riesengroßen Spiele rausgekommen, die den Anspruch an einmal ordentlich unterstreichen. Darf ich da kurz was zwischenwerfen? Bitte? Du sagst, es hat so noch nie gegeben, aber da ist mein, da fällt mir doch glatt die Nvidia, das Nvidia Shield dabei ein. Das ist ein ganz lustige Koinzidenz. Das ist ein Tablet. Das ist ein Gaming-Tablet und das ist eigentlich fast das gleiche Produkt wie die Switch, weil der gleiche Prozessor drin steckt, nämlich der Tegra X1 von Nvidia. Nur hat sich das Ding ja nicht verkauft, das hat ja keiner. Ganz genau. mein Bruder hat's, wohlgemerkt, und er ist sehr stolz drauf. Hat es, glaube ich, schon seit 2 Jahren nicht mehr angegriffen, aber er hat es. Also wahrscheinlich werden die Spiele für die Switch auch zu 100% kompatibel mit dem Nvidia Tegra, mit dem Shield-Tablet. Allerdings hat es halt keinen Konsolen-Cartridge-Einschub, wo die proprietären Nintendo-Cartridges reinpassen. Dementsprechend wird es sicher nicht funktionieren. Er kann ja versuchen, das einfach in diese Switch-Dock-Station zu stecken und ob er dann irgendwelche Titel downloaden kann. Ja, da müsste es aber erst die gleichen Abmessungen haben und zweitens auch an derselben Stelle den USB-Port verbaut, den USB-Typ-C-Port, der die Dock dann mit dem Switch-Tablet verbindet und der das Signal dann eben auf den Fernseher rüber transferiert. Und ich glaube, das ist dann rein physisch nicht kompatibel miteinander. Aber im Grunde seines Herzens ist die Switch das Nvidia Shield Tablet 2, das diesmal hoffentlich auch von jemandem gekauft wird. In gut, sagen wir mal. In gut und mit geilen Spielen dafür, genau. Perfekt. Ja, das ist, die negativen Aspekte wollten wir noch hervorheben, ne? Genau. Was hat mich denn jetzt in erster Instanz mal gestört? Also mein erstes großes Erlebnis war, dass ich die Switch ausgepackt habe und mich wahnsinnig gefreut habe und gleich mal einen Joy-Con in die Hand genommen und den Joy-Con Grip, beziehungsweise nicht den Grips, wie heißen die kleinen Plastikstreifen da, die Straps heißen die, Joy-Con Strap. Das hat Nintendo extra entwickelt dafür, dass man die besser halten kann, wenn man sie als Einzel Controller quer, also horizontal hält. Ja, den habe ich da mal raufgesteckt auf das Ding und es war verkehrt rum. Also ich habe vergessen, das Plus und das Minus richtig zu halten und dann ist das Ding nicht mehr runtergegangen. Ich war fast am Verzweifeln. Es war dann sogar so, dass ich beim Nintendo Support angerufen habe und dort an eine ganz verdammte geraten bin, die gesagt hat, ja, sie haben selber noch keinen Nintendo Switch, mit der sie das jetzt ausprobieren oder rechnen. Aber ich soll halt mal mit Gewalt dran ziehen. Und das von Nintendo direkt. Ja gut, irgendwann habe ich es dann auch wieder runtergebracht, aber es war der erste Schockmoment. Und ja, also da haben sie es vielleicht ein bisschen zu gut gemeint mit dem mit der Halterung, die da drinnen dafür sorgt, dass es nicht aus dem Tablet, aus der Tablet-Halterung rausrutscht. Also es rutscht auch nicht mehr aus den Straps raus, wenn man es verkehrt rum reinsteckt. Ansonsten Negativaspekte, naja, es wird ja immer bemängelt, dass sie nur 3 Stunden Akkulaufzeit böte bei Zelda Breath of the Wild. Stimmt zwar so, finde ich jetzt aber ehrlich gesagt nicht wenig. Also der 3DS hat jetzt auch nicht wirklich sehr viel mehr als 4,5 Stunden Akkulaufzeit und das bei wesentlich, sage ich jetzt einmal, einfacheren Titeln geboten. Das gleiche gilt für die PlayStation Vita. Und jetzt haben wir hier aber ein System, das echte und aufgeblasene Konsolenspiele für den Portable-Mode zur Verfügung stellt. Da sind 3 Stunden echt voll okay. Vor allem im Endeffekt, ich stelle das mal vor, abgesehen von langen Zugfahrten, wann nützt man die 3 Stunden Akku wirklich aus, wenn man unterwegs ist? Ich stelle mir vor, ich fahre in die Arbeit mit den Öffentlichen, pack das Ding aus und spiele während der Arbeit und dann fahre ich wieder nach Hause, aber das sind nie 3 Stunden. Du spielst während der Arbeit? Ich hoffe, dein Chef hört sich das gerade an. Nein, während der, blöd ausgedrückt, während der Fahrt in die Arbeit. Alles klar. Ja, ich hab's versucht. Vor allem, ich hab mich wirklich redlich bemüht. Sorry, jetzt bin ich da ins Wort gefallen. Vor allem, wenn man im Zug unterwegs ist oder im Flugzeug oder irgendwo sitzt, man hat eh fast überall eine Steckdose zur Verfügung. Also ich kann mich gar nicht erinnern, wann ich das letzte Mal im Zug gesessen bin und keine Möglichkeit gehabt habe, irgendein Gerät aufzuladen. Also es ist wirklich nur als Überbrückung und für das sind die 3 Stunden voll okay. Ja. Ich meine, hier spricht auch ein öffentlich- und Zugfahr-Noob. Ich bin, glaube ich, in meinem Leben einmal Zug gefahren über eine längere Distanz und öffentliche Verkehrsmittel nutze ich seit, keine Ahnung, seit 5 Jahren nicht mehr. Okay. Ja. Aber ja, grundsätzlich hast du recht.
Also ich habe es versucht, das Ganze auf die Probe zu stellen. Und zwar haben wir am Wochenende in der Schwimmhalle von Floridsdorf Training gehabt von meinem Sohn. Der hat dort Schwimmtraining absolviert. Und das dauert immer ewig, weil da sind erst einmal 5, 6 andere Gruppen dran, bis er dran kommt. Da ist immer stundenlang zu warten, bis dann einmal für 10 Minuten was passiert. Das ist ein prädestiniertes Szenario für die Switch. Ich habe mir wohlweislich auch einen Akku-Pack mitgenommen, eine Lucy-Box zum Unterstützen des internen Akkus, habt ihr aber eigentlich nicht gebraucht. Also am Ende des Tages, und da waren locker 3 Stunden verbraucht, waren noch 50% in der Switch und 80% in der Lucy. Also das hätten wir ein paar Stunden so weitergehen können. Ja, und das heißt, du kannst die, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, Mario, aber du kannst die Switch unterwegs mit einem quasi mit einem Akku-Pack, mit einem ganz normalen Battery-Pack aufladen quasi, über einen USB-Slot nehme ich an. Das ist richtig, ja. Also das Coole... Wie ein Handy. Das Coole ist erstmals, seit dem Beginn der Nintendo Portable-Geschichte gibt es keinen proprietären Ladeport, sondern einen echten USB-Typ-C-Stecker, einen klassischen, wie er auch bei Handys und MacBooks und dergleichen gefunden wird. Mit 1,5 Ampere Spannung, also auch hier Standard. Und man kann jedes x-beliebige Typ-C-Kabel und jedes x-beliebige Akku-Pack nehmen, das 1,5 Ampere Output liefert und die Switch damit laden. Also eigentlich ist es nicht einmal laden, sondern es ist so ein Wechselbetrieb dann. Es switcht im wahrsten Sinne des Wortes hin und her zwischen dem internen und dem externen Akku und versucht, die einigermaßen gleichmäßig aufzubrauchen, damit am Ende vom Tag in beiden noch was drin ist, was ich sehr gescheit finde. Ja, das stimmt. Das heißt, all die Akku-Packs, die jetzt sinnlos bei uns daheim rumliegen, nachdem wir sie nach dem 3-wöchigen Pokémon Go-Hype im Sommer nicht mehr brauchen, haben jetzt eine neue Verwendung gefunden. Frohlocket, oh herrenlose Pokémon Go-Akku, sie haben wieder eine Daseinsberechtigung. Voll. Danke, Mari, danke dafür. Ich hab mir nämlich auch ein Akku-Pack gekauft und einen Bluetooth-Lautsprecher, damit man draußen Musik hören kann. Den habe ich genau 5-mal verwendet, genauso wie das Akku-Pack. Ja, jetzt ja, brauchst du musst nur mehr Switch kaufen. Dazu. Genau, ja eh. Das apropos Switch kaufen, wie viel kostet das nette Ding denn jetzt eigentlich? Ja, danke für die schöne Überleitung, das wäre mein nächster Kritikpunkt. Die Switch ist eigentlich als Basisversion mit 330 Euro angemessen bepreist, würde ich jetzt einmal sagen, für eine neue Konsole. Also ich glaube, die PlayStation und die Xbox haben sie, wie sie neu auf den Markt gekommen sind, knapp 400 Euro gekostet. Korrigiert's mir, wenn ich da falsch liege, und kosten jetzt um die 300 Euro, also ungefähr das, was die Switch auch kostet. Aber ich würde die Switch in der Form, in der sie in der Box steckt, keinesfalls als komplett bezeichnen. Also da ist zwar ein Joy-Con-Grip drin, mit dem man die beiden Joy-Cons zusammenklickseln kann und eben die besagten Joy-Con-Straps und auch ein HDMI-Kabel, was ich löblich finde, weil das mittlerweile keine Selbstverständlichkeit mehr ist und auch ein AC-Adapter zum Anstecken, aber das war's dann auch schon wieder. Es ist kein Spiel dabei, es ist echt eigentlich ein mittlerer Skandal, dass sie nicht zumindest One-Two-Switch dazu gepackt haben. Für die Wii war es ja damals auch Wii Sports, das einfach in der Packung mit dabei war. Es ist kein Pro-Controller dabei, gut, das war fast absehbar, dass der separat verkauft wird, kostet aber 70 Euro, was für einen Pro-Controller echt happig ist. Kann man da den Wii U Pro-Controller verwenden, wenn ich gerade meinen anschaue? Nein, das Ding ist eigentlich komplett inkompatibel zu allem, was Nintendo bisher herausgebracht hat. Es ist zwar kompatibel zu gängigen Standards, aber inkompatibel zu bisherigen Nintendo-Produkten. Das ist der nächste Nachteil. Okay. Ja, das ist ein bisschen... Also die Joy-Cons, die sind nicht dabei. Doch, Joy-Con sind auch dabei. Also die beiden. Ich habe jetzt vielleicht kurz vergessen bei der Aufzählung. Also die linke und rechte Joy-Con zum Andocken an der Konsole sind im Pack dabei. Die gibt es auch in 2 Farbvarianten. Die eine ist neonrot-blau und die andere ist schlichtes Grau. Ich habe Gott sei Dank die bunte bekommen, weil die gefällt mir besser. Und ja, also so gesehen ist die Konsole ready to game, sage ich mal. Abgesehen davon, dass jetzt kein Spiel dabei ist. Das muss man sich noch kaufen. Es empfiehlt sich aber trotzdem, einen Pro-Controller anzuschaffen, weil gerade wenn man jetzt 4 Stunden, 5 Stunden am TV Zelda zocken will, dann wären die Joy-Cons mit der Dauer schon ein bisschen mühselig. Das kann ich mir vorstellen, ja. Ich habe dann noch eine Frage zu den Controllern. Und zwar, dieser Joy-Con-Grip, der in der Packung ist, der lädt ja die Controller nicht auf.
Das heißt, wenn du jetzt länger Zelda spielst, weiß ich nicht, du steckst die in diesen Grip, spielst 2 Stunden und dann müssen die Controller aufgeladen werden, musst du dann zwangsweise in den Tablet-Modus wechseln oder was macht man dann? Es ist mir Gott sei Dank noch nicht passiert, dass die Joy-Cons während dem Spielen ausgegangen sind. Wahrscheinlich auch, weil ich Zelda hauptsächlich mit dem Pro-Controller spiele, den Nintendo wohlweislich mitgeliefert hat. Aber die fallen natürlich nicht in diese 3 bis 6 Stunden Akkulaufzeit, die bei der Switch deklariert sind, die gelten nur fürs Tablet. Die Joy-Cons selbst haben ca. 20 Stunden Akkulaufzeit. Aktiv, okay. Und Standby natürlich nur wesentlich mehr. Aber ich habe auch vor ein paar Tagen schon ein Bild auf Facebook gepostet, also nach dem Spielen und vor dem Essen Joy-Cons laden nicht vergessen. Einfach anstecken ans Tablet, während es in der Dockingstation drinsteckt, dann werden die auch direkt geladen. Nur in der Dockingstation übrigens, also nicht im Handheld-Modus, da ziehen die keinen Strom aus dem Tablet raus, da müssen die einfach durchhalten. Aber mit 20 Stunden, glaube ich, kommt man da relativ schwierig an die Grenzen des Machbaren, selbst in Marathon-Gaming-Sessions. Ja, da kommen wir gleich, würde ich mal sagen, zum nächsten Thema, die Spiele. Spiele ist gut, ja, also ich habe derzeit zwei. ich habe einmal so Liste vor mir, welche Games es gibt, beziehungsweise wann sie rauskommen. Da stehen da zum Beispiel so Titel drauf wie Just Dance 2017 oder Shovel Knight, World of Goo zum Beispiel oder Super Bomberman R und halt eben auch Breath of the Wild, also beziehungsweise Mario Kart Deluxe 8. Ja, Mario Kart kommt erst im April. Also da müssen wir noch ein bisschen drauf warten. Das ist natürlich der nächste große Launch-Titel, sagen wir mal. Zelda ist jetzt so das einzig und alleinig stehende Fels in der Brandung, was wirklich hochwertige AAA-Titel anbelangt. Der Rest ist irgendwie so ein bisschen bessere Hardware-Demo und schlechtere Indie-Adaption bestehender bis zu 5 Jahre alter anderer Spiele. Mhm. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Also Nintendo hat ja groß und breit behauptet, dass der Publisher-Support da ist und auch mit, glaube ich, ziemlich beeindruckenden Logo-Walls schon mal darauf aufmerksam gemacht, dass es Spiele für die Switch geben wird. Es steht nur noch nicht fest, wann das sein wird. In den meisten Fällen. Ein bisschen möchte ich da jetzt korrigieren, jetzt da ganz so, dass alle Indie-Titel 5 Jahre alt sind, ist es nicht, so wie es kommt ja auch Binding of Isaac Afterbirth Plus, das stimmt, ist eine Erweiterung, die jetzt erst, glaube ich, vor einem Monat rausgekommen ist. Snipperclips ist auch ein Nintendo-eigenes Spiel, das neu ist und jetzt auch nicht nach AAA ausschaut. Und die beiden Shovel Knight Erweiterungen, die kommen, werden auch direkt neu erscheinen, wenn sie für die Switch erscheinen. Ja, also Shovel Knight ist ja jetzt so ein bisschen ein Retro-Charme-Game. Ja, ist jetzt unfair, das als 5 Jahre altes Spiel zu behaupten. Skyrim ist zum Beispiel so ein Spiel, das schon ein paar Jährchen am Buckel hat und jetzt neu für die Switch rauskommt. Ich glaube noch nicht einmal in der Enhanced Edition, also in der, wie hat sie geheißen, Skyrim Special Deluxe HD Remake oder irgend sowas. Also, sondern in der Basisversion, ja. Also mit matschigen Texturen wahrscheinlich und einfach ein bisschen am älteren Look. Bringen die Skyrim nochmal raus. Splatoon 2 kommt auch, ja. Wobei ich nicht weiß, wie sich das den Titel 2 im Namen verdient hat, ehrlich gesagt. Das schaut aus wie Splatoon 1 und spielt sich, glaube ich, auch so. Ja. Worauf ich mich schon irrsinnig freue, ist Mario Odyssey natürlich, aber das kommt leider erst zu Weihnachten, weil da heißt es noch warten. Das finde ich ein bisschen meiner Meinung nach recht ungeschickt getimt, weil gerade sowas wie die Switch raushauen und dann hat man im Endeffekt nur Breath of the Wild als quasi Starttitel und Want to Switch, aber sonst jetzt kein Verkaufsargument. Außer diesem einen Zelda-Titel. Wenn ich jetzt sage, ich habe Mario Kart 8 Deluxe dabei, dann wäre das schon ein weiteres Verkaufsargument. Und wenn man dann zusätzlich noch hätte Super Mario Odyssey dabei, ja, dann glaube ich, geht das Ding weg wie warme Semmel. Ja, das wäre ja fast schon kitschig. Das wäre schon kitschig. Ich mein, und Breath of the Wild kommt ja zusätzlich auch noch für die Wii U raus. Also es ist ja quasi ein Crossover-Titel zwischen der alten und der neuen Generation. Das heißt, wenn jetzt Leute sagen, sie kaufen sich die Switch derweil nur aufgrund von Breath of the Wild, also Leute, die Wii U haben, haben ja diesen Grund gar nicht. Ganz genau. Ist klar, ja. Ich bin zum Beispiel einer von diesen
traurigen Wii U-Besitzern. Ich auch. Die echt wirklich Geld dafür ausgegeben haben. Das Spiel wird die Wii U auch zu Grabe tragen. Also wird der letzte große Titel für die Wii U werden, die Switch. Die Switch, sage ich schon. Breath of the Wild natürlich. Und ja, wird ein würdiger Abgang für leider eine unwürdige Nintendo-Konsole, muss man sagen. Ja, bevor wir dazu kommen, dass wir über den Titel des Switch reden, den ersten großen, hast du auch Just Dance schon angespielt? Du wirst jetzt sicher mich dazu überreden, dass ich irgendwelche Videos hochlade. Natürlich, bitte alle ja, Leute sofort. Sollen in den Kommentaren posten, wenn sie Bernie im Internet tanzen sehen wollen. Unbedingt, ja, everything for wie the das Schicksal, wie das Schicksal so will, hat Panasonic uns eine Leihgabe gegeben, und zwar eine 4K-Kamera. So kann ich den Bernie beim Tanzen ganz, ganz, ganz genau filmen. Die Welt ist noch nicht bereit für dieses, für diesen Anblick. Ich glaube, ja. Ja, mal schauen. Also wir können ja mal eine Just Dance Party vom Stapel lassen, wo die Beyond Pixels Redakteure dann gegeneinander antreten. Beyond Dancing. Wir können ja einfach so eine coole Bobo Rooftop Party machen, wie in den coolen Switch Release Trailern, wo dann Karen kommt mit ihrer nagelneuen Switch und die ganze Party vernichtet. Ja. Okay, reden wir über Zelda. Ja, passt, Zelda. Zelda Breath of the Wild, ja. Weil du sagst, Leute kaufen sich die Switch nur wegen Breath of the Wild. Ich glaube, das nur muss man hier ein bisschen relativieren. Ich habe jetzt in einer Woche 30 Stunden in das Teil versenkt, was an sich schon eine Glanzleistung ist, weil ich ja nebenbei noch Arbeit und einen Sohn habe und eine Frau. Und die haben auch Aufmerksamkeit verdient. Aber der Sohn ist ja mittlerweile Gott sei Dank in einem Alter, wo man mitspielen lassen kann. Jedenfalls nach den 30 Stunden habe ich noch nicht einmal die Hälfte von dem Ding gesehen. Und ich bin jetzt kein langsamer Spieler, sage ich mal. Ich bin zwar ein genüsslicher Spieler, ich schaue mir gerne alles an und suche nach versteckten Hinweisen und mache Nebenquests, aber nicht alle. Und da ist noch so viel Content drin in dem Teil, dass es einfach unpackbar ist. Also auch Content, wo du glaubst, das ist vielfältig und unterschiedlich genug, dass du wirklich alles sehen willst? Oder, weil ich meine, Zelda ist ja jetzt auch das erste Mal eine Open World, oder tappt es da eben in diese typische Open World Falle von, ja, Fetch Quests und langweiligen Summer Quests? Das war meine große Befürchtung, dass es ein bisschen in diese Falle tappen wird, weil ja Open World Quests ein bisschen in den Verruf geraten sind, eben auch gängigen Formeln wie der berühmt-berüchtigten Ubisoft-Formel zu folgen. Ein bisschen was davon kann man auch durchaus auf Breath of the Wild anwenden. Es gibt auch hier diese berühmten Türme, mit denen man dann sich Teile der Map freischalten kann, wenn man sie erklimmt und oben seinen Sheikah Slate reinschiebt. Das ist ja lustig. Übrigens, in Zelda gibt es ein Tablet, einen Tablet-Controller, den man mit sich führt, als Allegorie an die Switch quasi, mit der man dann alle möglichen Dinge freischalten kann. Da hat man dann auch die Map drauf und kann Fotos damit machen und sich teleportieren und so. Und die Welt, in die man sich da herumteleportiert, die ist einfach riesig und gigantisch. Da gibt's Wiesen und Wälder und riesige felsige Klüfte und Wüsten und hast noch nicht gesehen, und es ist einfach echt der Wahnsinn, was für Vielfalt da drin steckt in dieser offenen Welt. Ja, wie schaut das Spielprinzip aus? Funktioniert Zelda in einer großen Open World genauso, wie wir es gewohnt sind? Ich meine, eigentlich ist es ja der Ursprung der Zelda-Reihe. Es war ja das allererste Zelda auch schon ein Open World-Spiel, auch wenn die Open World wahrscheinlich etwas kleiner war, als sie jetzt ist. Etwas überschaubarer, ja. Ja, ich kann große Entwarnung geben, es funktioniert. Also meine Befürchtungen wurden in den Wind geschlagen. Zelda ist nach wie vor als ein Zelda-Titel erkennbar. Es gibt schöne kleine Referenzen an alte Zelda-Titel. Es gibt Item-Based Progression bis zu einem gewissen Maße, nicht ganz so stark wie in den bisherigen Zelda-Games, wo man dann nur mit der Feder springen konnte oder nur mit dem Greifhandschuh Dinge hochheben, um neue Gebiete zu erreichen. Gibt's in der neuen Open World in dem Sinne nimmer. Also Link kann von Anfang an hüpfen, kann klettern, kann schwimmen, was überhaupt eigentlich das Spookyste ist. Link hüpft ins Wasser und säuft nicht ab. Instance, das war schon mal ein Aha-Erlebnis. Die Welt wird dadurch kleiner, dass man einfach am Anfang weniger Fähigkeiten hat. Man hat relativ wenig Herzcontainer, also Mobs hauen da schon mal ordentlich drauf, wenn man weiter sich vorwagt. Dann ist man natürlich langsam, also man muss dann erstmal sein Pferd finden und zähmen, bevor es dann ein bisschen schneller vorangeht.
Und es gibt diesen Ausdauerbalken. Also es gibt so ein kleines grünes Ausdauerrad links über dem Kopf. Und wenn man sprintet oder klettert oder schwimmt oder sonst irgendwas Anstrengendes macht, dann verschwindet es sukzessive, wird kleiner. Und das schränkt einen schon ziemlich stark ein. Also ich kann dann halt nicht so hohe Bergwände erklimmen oder auch nicht so weit schwimmen. Und erst wenn ich mir da zusätzliche Ausdauerpunkte verdient habe, schaffe ich es halt, den nächsten Fluss zu überwinden oder den nächsten Berg hochzuklettern. Das klingt doch immer schon mal anständig, hätte ich gesagt. Mhm. Ist Epona wieder einsatzbereit? Du kannst dein Pferd frei benennen. Also mein Sohn wollte unbedingt, dass ich es Tornado nenne, aber du kannst auch mehrere Pferde zähmen übrigens. Also bis zu 5 kann man in den Ställen haben und eins davon heißt natürlich Epona, ist eh klar. Perfekt. Und kannst du uns auch was zur Geschichte verraten? Weil in den ersten Präsentationen von Nintendo hat das alles ja sehr ausgeschaut. In dieser Welt, ja, verbirgt sich eine versunkene Zivilisation und du irrst als Link quasi ahnungslos herum und musst selbst interpretieren und herausfinden, was passiert ist. Du weißt nicht, wohin du gehen musst. Wie viel Geschichte gibt es und wie sehr wird man an der Hand genommen? Nachdem der Podcast erst erscheint, wenn das Embargo Gott sei Dank gefallen ist, kann ich sicher ein bisschen was über die Geschichte erzählen. Bin so froh, dass ich das jetzt kann, weil die letzten Tage musste ich mich ordentlich zurückhalten in meinem Zelda-Tagebuch. Man möchte ja schon über alles reden. Du hast recht, es gibt eine antike Zivilisation, die Shieka. Das ist eigentlich eh ein bekanntes Volk schon aus der Zelda-Reihe. Auch Impa ist eine Shieka, die bekannte Charakter aus früheren Zelda-Titeln. Und die haben sich halt in den letzten, ich glaube 10.000 Jahre, waren sogar massiv weiterentwickelt. Zelda ist ja bekanntermaßen ein Fantasy-Spiel mit Schwertern, Schilden, Pfeilbogen und so der Sorten. Aber diesmal gibt's halt auch Elektrizitätsrätsel zu lösen oder Tablet-Controller oder irgendwelche antiken Mechanismen, die deutlich über dem liegen, was man technisch in bisherigen Zelda-Spielen gesehen hat. Es gibt so eine riesige Armee an Wächterrobotern, die überall rumstromern und einen mit einem Schuss wegballern können. Und ja, Link erwacht wie üblich mal wieder in einem Schrein aus seinem 100-jährigen Schlummer und weiß mal wieder von nichts. Sein Gedächtnis ist im Zuge dessen irgendwie flöten gegangen und muss sich das alles erst wieder herleiten. So originell. Wer hätte das gedacht? Wie resettet man ein Franchise erfolgreich? Gedächtnisverlust. Hurra! Noch nie gesehen in Videospielen. Gab's in der Form noch nie, genau. Das Gedächtnisverlust, das bringt mich gerade zu einer Theorie über etwas komplett anderes. Und zwar Blade Runner 2049. Juhu! Ob sie genau das hier tun, aber. Na, to something completely different. Ja. Bisschen abschweifen darf sein im Podcast, bisschen. Sonst wäre es kein Podcast. Ja, ich finde schon. Ja, wir sind ja keine Roboter, wir lesen ja keinen Text ab. Das ist ja freie Meinungsäußerung und Freedom of Speech in par excellence, sage ich jetzt mal. Das ist auch unser Eröffnungspodcast. Also wenn wir hier und da ein bisschen an Schmarrn zusammenreden, bitte das zu verzeihen, wir werden uns bessern. Ganz genau. Dazu wollte ich noch sagen, apropos dazu 30 Minuten im Podcast drinnen quasi. Bitte, wenn euch was gefallen hat, einfach drunter schreiben, entweder ob ihr jetzt das hört auf beyondpixels.at oder auf YouTube oder auf Soundcloud, das kommt überall rauf. Einfach eure Meinung drunter schreiben oder halt eben ab- bzw. downvoten, je nachdem auf welcher Plattform ihr seid und wenn ihr Verbesserungsvorschläge oder Themen habt, über die wir gerne reden sollen. Oder eventuell gerne einen bestimmten Redakteur von Beyond Pixels am Mikrofon haben wollt, schreibt es einfach rein, wir schauen, was wir machen können, weil es gibt einige, die es vielleicht nicht ganz so wollen, wobei man andere vielleicht sich überreden kann. Die zwingen wir einfach, die haben nichts mitzubestimmen. Ja, die zwingen wir dazu, es ist alles nur für euch. Also, sorry, das nur mal kurz eingeworfen. Ja, wer mag? Gibt's noch Fragen, irgendwas? Ja. Switch, Zelda? Ja. Ich beantworte alles. Ja. Ja. Grafisch? Grafisch finde ich es echt geil, muss ich sagen. Also mir gefällt es. Es ist erstens einmal eine grandiose Weitsicht in dem Ding. Du kommst gleich am Spielbeginn, kennt man vielleicht aus den Anspiel-Events, die es gab zur Switch und zu Zelda. Du kommst aus der Höhle raus, in der du erwacht bist, kommst auf so einen
Felsvorsprung und siehst erstmal komplett über Hyrule drüber bis hinten zum Vulkanberg, bis zum Schloss Hyrule. Und dann wird da mit so einer orchestralen Musik das Breath of the Wild Logo eingeblendet und da bist schon mal mittendrin. Also da geht's dann gar nicht mehr, das Ding nicht zu mögen. Es gibt Bäume, die im Wind wehen, es gibt saftige Grasflächen, die man auch Zelda-typisch wieder abmähen kann mit irgendwelchen scharfen Klingen. Darunter verstecken sich dann natürlich üblicherweise auch wieder irgendwelche Collectibles. Es gibt Day-Night Cycles, es gibt Wetter, es gibt Regen, Blitzschlag, Schneefall, alles dabei. Und es schaut echt grandios aus. Für das, dass es hier tatsächlich um ein portables System geht, muss ich sagen, Hut ab, ist beeindruckend. Sehr schön. Ja, klingt gut. Ich nehme mal an dieser Stelle an, der liebe Herr Bernie hat mir ein paar Screenshots zur Verfügung gestellt, sofern das möglich ist auf der Switch, was mich zum nächsten Thema gibt. Kann man Screenshots machen ohne Capture Card? Es gibt einen Screenshot-Button, der tut auch schon, was er soll. Ich habe jetzt noch nicht ganz herausgefunden, wie man das Zeug aus der Switch rauskriegt, weil es gibt noch keine Online-Funktionalität. Also die ganze Konnektivität wird erst mit Launch der Konsole wahrscheinlich am 3. März oder vielleicht sogar schon am 2. freigeschalten. Mhm. Dann wird es wohl auch Möglichkeiten geben, die Screenshots irgendwo hin hochzuladen und die dann von dort zu holen. Mangels einer Micro-SD-Karte hat jetzt auch noch nicht das Vergnügen zu probieren, ob man die Fotos vielleicht dorthin transferieren und dann über die SD-Karte auslesen kann. Aber das werde ich auf jeden Fall noch rausfinden. Bist du schon in Versuchen gekommen, die Switch direkt per USB-Kabel an den PC anzuschließen? Das wäre nämlich meine große Frage, wie weit man da reinschauen kann. Und eventuell sind da die Screenshots auch schon drinnen. Das habe ich ehrlich gesagt noch nicht probiert, aber das können wir ja bis zum nächsten Mal vielleicht einfach mal machen, dann wissen wir da schon mehr. Ja, das wird nämlich weil ich habe so diesen IT-Drang, alles was einen USB-Anschluss hat, muss ich zumindest versuchen an meinem PC anzustecken, weil ich wissen will, was ich da drauf machen kann. Genauso wie meine Fernsehbox, die hat auch einen USB-Anschluss, die weiß ich nach wie vor nicht, wofür der ist, außer vielleicht zum Herstellen. Aber USB... Müsste ja eigentlich sogar möglich sein, den USB-Anschluss so weit auszulesen, dass man da Videosignal rauskriegt. Weil nichts anderes macht ja die Switch-Dock auch. Die nimmt ja das Videosignal von dem Typ-C-Port entgegen und castet das dann über HDMI auf den Fernseher. Also irgendwie raus muss das da. Ob man das dann am Bildschirm, am PC ausgeben und capturen kann, das wäre eigentlich spannend in Erfahrung zu bringen, ja. Grundsätzlich, das Capturen sollte über diese ganze Capture-Card-Schiene ja auch funktionieren, wenn es von dem Port an HDMI-Anschluss gibt, kann man das im Endeffekt dann quasi im Dock-Modus zwischen Fernseher und Konsole quasi mit reinsetzen. Das wäre mein nächster Ansatz gewesen, wo ich sage, okay, da möchte ich jetzt Spiel-Footage haben, weil so direkt aufnehmen auf der Switch nehme ich mal nicht an, dass das hardware-technisch möglich ist, dass man spielt und aufnimmt auf einem Gerät. Video-Footage-Capturen ist jetzt jedenfalls noch nicht vorgesehen. Heißt nicht, dass es nicht irgendwann geben könnte. Also für den Handheld-Modus ist das Ganze ja auf 720p beschränkt. Ich könnte mir gut vorstellen, dass während das Spiel in 720p gerendert wird, noch ein paar freie Kapazitäten für Video-Capturing da wären. Ist aber derzeit noch nicht vorgesehen von Nintendo, da irgendwas dergleichen anzubieten, meines Wissens. Ich nehme mal stark an, dass ja, weil im Endeffekt ist ja die ganze Rechenleistung auf dem Tablet drauf. Ist richtig, ja. Dementsprechend kann ich mir vorstellen, dass ja im Endeffekt das 720p nur deshalb ist, damit die Akkuleistung erhöht wird, weil im Port, nehme ich an, wird die Strom saugen, das, was sie braucht in dem Moment, und halt einfach komplett die Performance aus der Hardware rauskitzeln, während im Batteriemodus vermutlich dann sowas wie Beleuchtung und alles Mögliche runtergeschraubt wird, damit man da eher mehr Spielzeit rauskitzeln kann. Ja, auf die ersten Teardown-Videos von einem Kollegen, die bereit sind, die Garantie verfallen zu lassen oder das Gerät zu beschädigen, warten wir noch. Ich nehme meine vorerst mal nur zum Spielen her, das ist mir die sichere und liebere Variante. Aber ich bin auch schon sehr gespannt, was da für Zahlen und vor allem Benchmarks rauskommen werden aus dem Castle. Ja. Weil man merkt es gerade bei Zelda irgendwie teilweise schon, dass die Switch schon am Anfang ihres Lebenszyklus hier und da ganz schön zu kämpfen hat. Also gerade wenn die Wettereffekte einsetzen und es zu regnen beginnt und das Gras dann anfängt im Regen sich zu biegen und nass zu werden, dann kann es passieren, dass die Framerate echt übel in den Keller sinkt. Ach so. Und das ist halt dann
ja, kein schöner Effekt, ehrlich gesagt. Das hätte man von Nintendo auch erwartet, dass die das vielleicht ein bisschen besser in den Griff bekommen, gleich beim ersten Titel nämlich. Auch im Docked-Modus oder war das jetzt nur im Handheld-Modus? Nein, das ist in beiden Modi, also unabhängig davon. Okay. Eigentlich die Performance als solche ist ja im Docked- und im Handheld-Modus miteinander vergleichbar, weil die Auflösung im Docked-Modus 1080p ist und im Handheld 720p. Das entspricht ziemlich genau dem, was sich der Prozessor dann an Rechenleistung sparen kann, wenn er eben nicht an einer Stromquelle hängt, sondern sich vom Akku bespeisen muss. Das ist ein bisschen bedauerlich, dass es doch dazu, gerade beim Launch-Titel, zu Framerate-Drops kommt, aber gerade bei so Spielen wie jetzt zum Beispiel Shovel Knight nehme ich nicht an, dass da auch nur irgendwie Framerate-Drops gibt, weil das Ding ist, schaut zwar aus wie 8-Bit, ist zwar jetzt nicht unbedingt 8-Bit, aber grafisch sollte das absolut kein Thema sein, nehme ich mal an. Ich glaube auch, ja. Also ich habe auch schon auf dem Anspiel-Event im Museumsquartier Mario Kart 8 anspielen dürfen. 3-4 Runden lang im Battle-Modus und im Race-Modus und da wäre mir das überhaupt nicht aufgefallen. Das läuft einfach butterweich mit 60 Frames vor sich hin und ist sogar im Gegensatz zur Wii U-Version sogar ein bisschen anti-aliased. Das heißt, da dürfte die Kantenglättung dürfte ein Indiz dafür sein, dass in der Switch trotzdem auch im Handheld-Mode noch mehr Leistung steckt als in der Wii U. Okay, verstehe. Wenn ich so Titel jetzt wird zum Beispiel Skyrim, wie du vorhin schon angesprochen hast, werden wahrscheinlich, das wird hundertprozentig nicht der Remastered Look sein, der ja meiner Meinung nach sehr gut ausschaut, allerdings auch seit Release mit Mods zu bewerkstelligen waren, wenn man dementsprechende Maschine hat. Das ist die offizielle Mod-Sammlung quasi, genau. Ja, das ist das Official Mod-Pack, danke. Hier noch einmal 60 Euro. Danke. apropos preislich bei den Switch-Spielen, wie stehen wir da? Weil variiert. Also natürlich passt sich Nintendo hier den Marktgegebenheiten ein bisschen an. Ein Breath of the Wild ist mittlerweile auch deutlich jenseits der 60-Euro-Grenze angesiedelt. Aber ich denke mal, ein Shovel Knight oder auch ein Binding of Isaac wird da eher für zwischen 40 und 50 Euro hergehen. Ich glaube, One-Two-Switch, diese Minispiel-Compilation, die Vorzüge und die Fähigkeiten der Joy-Cons präsentieren soll, ist für 35 Euro im Store. Müsst jetzt nachschauen, aber irgend sowas. Verstehe. Ja. Meine Fragen sind eigentlich alle abgehandelt. Wenn du selber noch irgendwas hast, dass du unbedingt über die Switch, wie soll ich sagen, preisgeben willst oder loben willst, go ahead. Ja. Oder hätte die Mare noch Fragen? Auslassen möchte ich dich auch nicht. Danke. Ich hätte noch ein Abschlussthema, also wenn wir sonst die Switch behandelt hätten, und zwar nachdem die Konsole ja erst erscheint, könnten wir wild spekulieren und einfach eine persönliche Prognose abgeben oder ja, einfach spekulieren, was wir glauben, was mit der Konsole passieren wird, wohin sie gehen wird, wie erfolgreich sie sein wird. Ja, gerne. Ich fange mal an, aber es darf gern jeder auch seine persönliche Meinung dazu nochmal kundtun. Nintendo hat ja 2 Millionen Stück produziert für den März und glaube ich, die Verkaufsprognosen diesmal mit 20 Millionen meines Wissens relativ niedrig angesetzt. Das Wall Street Journal oder Wedbush Morgan oder irgendwelche Analysten waren es, die sprechen von möglichen 40 Millionen verkauften Stück pro Lifecycle. Da wäre man in etwa bei knapp 30% weniger als die PlayStation jetzt Installment Base hat und ungefähr dem, was die Xbox One an Installment Base hat, was ich auch für realistisch halte. Also 40 Millionen Stück, denke ich, ist machbar für Nintendo in den nächsten 3 bis 4 Jahren. Das sollten die hinkriegen mit dem Teil. Das Marketing hat gepasst, die haben diesmal ordentlich reingehauen, das Ding auch sauber zu vermarkten, so zu vermarkten, dass man es versteht, was ja bei der Wii U ein echtes Problem war. Und wenn die Kernkäuferschaft hier anspringt, dann sehe ich da durchaus rosige Zeiten auf Nintendo zukommen. Ja, ich sehe das recht ähnlich. So eine wirkliche Handheld-Konsole, abgesehen von eben dem verpatzten Nvidia Shield, beziehungsweise einem verpatzten, wie soll ich sagen, PS Vita,
die ja eigentlich auch wesentlich weniger, wie soll ich sagen, genutzt worden ist, als sie eigentlich verdient hätte, meiner Meinung nach. Ich glaube, dass gerade durch diesen Handheld-Modus und dieses, hey, ich habe ein wirkliches Tablet, auf dem ich ausgewachsene Spiele spielen kann, unterwegs, ich will jetzt nicht sagen beim Fortgehen, aber sonstiges, ich glaube, dass das einfach auch wirklich auch einen frischeren Wind bringt und halt eben auch nicht nur die Kernkonsolenkundschaft anspricht, sondern eben auch Leute, die mehr draußen unterwegs sind und auch quasi wie mich Geeks, die nicht nur zu Hause zocken wollen, sondern auch vielleicht auch irgendwann mal auf einen Berg. Ja, der Casual Gamer. Die typische Wii U Casual Gamerschaft können sich dadurch auch wieder angesprochen fühlen, weil die ist ja bei der ganz Wii U genau. Ein bisschen außen vor gelassen. Und was denkst du, Mari? Ja, also meine Spekulation für die Switch ist, ja, also ich finde auch generell dieses, du kannst einfach die Spiele, die du daheim zockst, mitnehmen, irrsinnig cool, aber ich weiß nicht, ob sie sich einen Gefallen damit getan haben, in ihren ganzen, ja, Werbung junge Erwachsene anzusprechen, weil mir kommt vor, dass das genau die Gruppe ist, die eh schon mit der Xbox und der PlayStation sehr gut bedient ist. Und vor allem glaube ich, dass diese großen AAA-Spiele einfach leistungsstarkere Konsolen benötigen und dass sich die meisten großen Entwickler das nicht antun werden, ihre Blockbuster-Titel wie ein Call of Duty oder ein Fallout für die schwächere Hardware der Switch runterzubrechen. Call aber of Duty für Nintendo-Systeme, das wäre doch mal was, oder? Es gibt auch Resident Evil für die Wii, also stimmt, warum nicht? Es gab Doom für Nintendo 64. Aber das ist eine ganz andere Kategorie. Aber wenn es dann weniger große Titel für die Switch gibt, glaube ich, dass es da eine sehr, sehr gute Chance gäbe für Indie-Entwickler, die einfach nicht diese leistungsstarke Hardware benötigen. Aber dadurch, dass es eine Plattform ist, wo weniger Titel erscheinen, eine viel bessere Chance haben, gesehen und erkannt zu werden, als es zum Beispiel auf Steam der Fall ist, wo ja inzwischen pro Jahr tausende Titel rauskommen. Also es könnte vielleicht wirklich eine sehr, sehr gute Chance sein für einen feinen Indie-Spielemarkt. Ja. Ja, da möchte ich aber noch dazu sagen, ich glaube, ohne dass ich deine Meinung jetzt irgendwie untergrabe, aber ich glaube, Nintendo-Konsolen waren eigentlich auch immer schon quasi vermarktet damit, hey, ihr wollt unsere Nintendo-Spiele spielen, kauft euch die neue Nintendo-Konsole, sonst könnt ihr das nicht tun. Weil jeder, der Super Mario spielen will und jeder Super Mario-Fan wird sich das Ding kaufen müssen, weil es sonst nicht anders geht. Und ich glaube, das ist gerade auch der Drive, den Nintendo eigentlich schon seit der N64 hat. Hey, du willst Nintendo-Spiele spielen? Kauf dir einen Nintendo Game Boy, einen Nintendo Wii, N64 oder ein 3DS oder was auch immer. Und ich glaube, dass da eher mehr die Nintendo-Fanboys mit dazukommen. Ich glaube eher weniger, dass der AAA-Titel zur Kaufentscheidung quasi beitragen. Schon richtig, ja. Die AAA-Titel von Nintendo sind die Nintendo-eigenen Titel, meiner Meinung nach. Ja, total. Ich habe es jetzt nur extra angesprochen, weil sie ja so sehr damit geworben haben, was für einen großen Third-Party-Support sie bekommen. Ja, wie gesagt, Indie-Titel wären schon schön, wenn man da wirklich coole Plattform hat, wo man jetzt diese ganzen coolen Indie-Titel wie zum Beispiel, ich sage jetzt mal Inside oder sowas, die ressourcentechnisch nicht viel brauchen, aber irrsinnige Wirkung haben, wenn man die einfach auf der Switch sehen könnte. Zu den Indie-Titeln möchte ich vielleicht noch dazu sagen, da wird es notwendig sein, dass Nintendo seinen Online-Store mal auf die Reihe kriegt, weil Indies das, halt jetzt mit Cartridge-Distribution nicht so viel am Hut haben werden. Die wollen halt über einen Online-Store distributen und da wäre es echt vernünftig, wenn es Nintendo schafft, ihren Online-Service jetzt mal endlich auf Vordermann zu bringen, weil die letzten Versuche waren ja eher klägliches Scheitern zu beurteilen. Was dafür spricht, dass es diesmal klappt, ist, dass sie Gebühren dafür erheben wollen. Mhm. Deutlich niedrigere zwar als die Konkurrenz Sony und Microsoft, aber dennoch Gebühren, ja, um das Ding auch wirklich auf einem professionellen Level betreiben zu können. Was dagegen spricht, ist, dass es halt einfach Nintendo ist. Also die werden halt wieder irgendwo, wird der Hund schon wieder begraben sein. Also im schlimmsten Fall ist es umsonst, aber nicht gratis.
Ja, genau. Also ja. Zum Beispiel wollen die ja 1-2 Spiele im Monat zur Verfügung stellen, wie auch bei PlayStation Network jetzt, die man sich dann für die Mitgliedschaft quasi gratis runterladen kann. Mit dem großen Aber, dass man die Spiele nach dem Monat wieder hergeben muss, also die behält man sich dann nicht, sondern die sind dann wieder weg. Und mit dem nächsten großen Aber, dass das keine wirklichen Blockbuster sein werden, sondern eher so Virtual Console Portierungen von NES und SNES Spielen. Mhm. Also ich glaube, da muss man sich jetzt auch nicht allzu viel davon erwarten. Ja, das stimmt schon, ja. Ja, mal schauen. Am 3. März wissen wir mehr, da kommt dann das Teil raus. Ja. Und da wissen wir dann auch, wie viele Leute sich das kaufen werden, wie die Marktverbreitung ausschauen wird und ob sich's für Publisher lohnt und für Entwickler dafür zu entwickeln. Ja, ich glaube, das waren schöne Schlussworte. Damit danke ich all unseren Zuhörern und Zuhörerinnen fürs Einschalten und hoffentlich bis bald beim nächsten Beyond Pixels Podcast. Jo, see ya. Tschüss. Ciao.